Ramos zu Paris fix, echt? Varane auch fast, habe ich auch gehört, dass Varane irgendwie für 50 Millionen wechselt, aber auch zu Paris? Digga, als ob die sich Ramos und Varane holen. Zu Menu? Oh mein Gott, Digga, Menu wird ja so krank. Glaubst du, Messi verlängert? Leider ja, aber ist noch nicht safe. Ich verstehe auch nicht, Digga, worauf alle gewartet haben, ist, dass Real diesen Sommer Mbappé holt. Darauf haben alle gehofft und das wäre so dieser Ultra-Wechsel gewesen und auch für Real dieses Bam. Aber irgendwie passiert es nicht. Das ist ein bisschen Messi zu City oder nach Amerika. Ach, der wird nicht wechseln. Der verlängert, safe. Ramos zu Paris, ne? Paris so krank. Find's aber auch krass, dass Isak, ich dachte, der wird safe woanders hin wechseln, aber der bleibt sogar bei seinem Verein. Das mit Sancho finde ich irgendwie ein bisschen traurig. Ja? Ich meine, das war ja eigentlich schon klar, aber trotzdem finde ich es irgendwie traurig. Hoffentlich versaut Menu den nicht. Selbst als Bayern-Fan muss ich sagen, fühle ich den Schmerz von den Dortmund ein bisschen. MRP möchte ja nicht mehr verlängern, also entweder verkaufen dieses Jahr oder ablösefrei. Ja, steht noch nicht ganz fest, oder? Mit dem, dass er nicht verlängert. Mbappé ist safe, dass er nicht verlängert. Okay, weil ich habe, nachdem Neymar da verlängert hat, wird gesagt, dass er der Nächste ist, der verlängern wird. Aber ich habe dann nicht mitbekommen, dass er sich vielleicht selber geäußert hat. Ah, hier, ja, Mann, hier steht's ja, Digga. Mbappé will nicht verlängern, aber Vertrag erfüllen. Digga, dann wechselt einfach nächstes Jahr der teuerste Spieler der Welt ablösefrei. Bayern, komm schon, bezahlt mal das Gehalt. Mbappé in so einem schwarz-gelben Trikot. Wer ist der Topverdiener bei Dortmund? Haaland niemals, oder? Haben die ihm direkt so ein fettes Gehalt gegeben? Reus bestimmt. Ja, Reus. Aber Mbappé, der wird doch so viel bekommen wie die Hälfte der Mannschaft zusammen, oder nicht? Was Gehalt angeht. Ich weiß gar nicht, was der für ein Gehalt in Paris bekommt. Reus kriegt 11 Millionen. Wenn Mbappé zu Bayern geht, dann macht er eine Körpertransformation wie Goretzka. Ich würde mich so freuen, wenn Messi wechselt, ehrlich gesagt. Ich würde ihn so gerne nochmal woanders sehen. Ich meine, irgendwo kennt man Messi nur im Barca-Trikot, aber Messi zum Beispiel in der Premier League, Digga. Ich hoffe irgendwie, dass es doch noch klappt mit Man City und Ronaldo zu Man United. Digga, was wäre Man United mit Bruno Pogba? Pogba in der EM-Form, Sancho, Rashford, Ronaldo, ja, was wäre das? Varane, das wäre ja besser als Prime-Menu vor 10 Jahren, ein bisschen länger als 10 Jahre. Wo hat Menu überhaupt das Geld her? Bei Menu habe ich das Gefühl, die kaufen und kaufen, so wie auch Maguire, der so teuer war, aber irgendwie verkaufen die nie einen guten Spieler. Wie viel hat Bruno gekostet oder war der ablösefrei? Paris ja auch, ja. Aber Menu ist doch gar kein Scheichclub. Wer steckt hinter Menu? Bruno 65 Millionen. Digga, ich muss ehrlich sagen, nach der EM würde ich so gerne Pogba und Mbappé in einem Team spielen sehen. Die Bälle von Pogba auf Mbappé jedes Mal. Wo geht Ronaldo hin? Ich habe momentan... Wie lange geht Ronaldos Vertrag bei Juve noch? Der geht doch nicht nur noch ein Jahr, oder? Ich glaube, der geht noch 2 Jahre. Nee, ein Jahr nur noch. Digga. Ronaldo soll im Sommer verkauft werden wegen Gehalt. Ja, bitte zu Menu. Digga, Paris. Imagine Ronaldo, Neymar, Mbappé würden in einem Verein spielen. Das war ja World XI. Versteht Pogba nicht, warum ist der bei Menu so wack, aber bei Frankreich so unfassbar krass? Weiß nicht. Trainer? Keine Ahnung, der. Oder einfach, ja, vielleicht auch System. Was spielt Menu für eine Ausstellung? Der spielt da ein bisschen defensiver, oder? Imagine nächstes Jahr Mbappé und Ronaldo ablösefrei, ja. Ja, er spielt halt Sechser bei Menu und bei Frankreich hat er Achter gespielt. Sancho hat die 7 bei Menu. Was bekommt dann Ronaldo? Ja, das heißt dann, glaube ich, dass Ronaldo nicht geholt wird. Fabrizio hat gesagt, dass Ronaldo bleibt. Aber egal, dann wird er nächstes Jahr wechseln. Aber ich hoffe nicht, dass er nächstes Jahr schon irgendwie nach Amerika oder so geht. Ronaldo, bitte nochmal in die Premier League oder so. Naja, bis 2022. Was für Goretzka zu Man United, Digga, ist gesoffen? Goretzka bleibt schön da, wo er ist. Mit Kimmich, die beiden dürfen da, das muss genauso bleiben. Ist Müller jetzt eigentlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten? Ich habe nur so einen Post gesehen, wo er halt geschrieben hat, aber ich habe es jetzt nicht verstanden, ob er damit sagen will, dass er zurücktritt. Weil ich habe ja nach dem Deutschlandspiel, wer war das nochmal? Schweinsteiger hat gesagt, dass Müller und Hummels safe zurücktreten. Aber Müller kann doch locker nächstes Jahr noch spielen, Digga. Und Deutschland hat niemanden wie Müller. 31, warum sollte er zurücktreten, wenn nächstes Jahr schon wieder WM ist? Er soll bloß die WM noch spielen, Mann. Flick wird Deutschland wieder zu dem machen, was es 2014 war. Hoffentlich. Ja, ich sag so, wie es ist, Digga. Groß, geiler Spieler auch, aber ich würde es trotzdem fühlen, wenn wir in der Nationalmannschaft auch einfach mit Kimmich, Goretzka auf der Doppel-6 spielen. Und wieder 4-2-3-1. 4-2-3-1, die beiden auf der Doppel-6 soll er den Baku holen oder so als Rechtsverteidiger. Und dann vorne mit einem Gnabry, Sané, Havertz, Werner oder so oder Reus da noch drin. Musiala vielleicht nächstes Jahr, wenn er noch weiter ist. Aber Flick wird das machen. Schlechter kann es ja eh nicht werden, ehrlich gesagt. Also Gruppenphase aus von der letzten WM. Schlechter geht's gar nicht. Und wir werden auch safe eine bessere Gruppe haben als bei dem letzten Mal. Hauptsache weg von der Fünferkette. Das Ding an der Fünferkette war, die Aufstellung war gut gegen Viererkette, aber sobald die gespiegelt haben, das ist unspielbar gewesen. Aber ich sehe auch eher bei Deutschland die Probleme in der Abwehr. Also so viele Tore, wie wir auch gefangen haben, dass der ja von Ungarn 2 Tore kassiert, von England da 2. Ich habe Müller gerade voll vergessen in der Offensive. Müller in der Mitte, ZOM und dahinter Kimmich und Goretzka. Das ist einfach
Dieses Bayern-Dreieck, das darfst du einfach nicht trennen, Digga. Und das ist auch zu wichtig. Ja, ich habe gehört, dass Varane zu Menu gehen soll. Für 50 Millionen. Fände ich geil. Neuer hat gefühlt nur einen Ball gefangen. Ja, Haftbefehl 45. Du hättest sicher mehr gefangen. Lag auf jeden Fall an Neuer, ja. Und nicht an der Abwehr, Digga. Torwart hat gesprochen, Digga. Würde Pogba mal so spielen wie Frankreich bei Menu, wäre viel besser. Ja, der braucht halt. Deswegen sage ich, dieser Kamavinga wäre perfekt. Der wäre dann so ein kleiner Kanté hinter Pogba und Pogba könnte sich mehr entfalten. Ich sag euch, Digga, wenn Pogba, so wie der bei der EM gespielt hat, jedes Spiel spielen würde, dann wäre das der beste offensive ZM. Es gab keinen Spieler für mich, der besser gespielt hat bei der EM. Was der für Pässe gespielt hat, wie viel Spielfreude, die Schüsse. Ich kann es mit gar keinem Spieler vergleichen. Aber De Bruyne kommt da vielleicht nah dran, aber bei Pogba ist halt auffälliger. Und De Bruyne ist halt auch nochmal ein Ticken offensiver, ne? Ja, fühle ich ein bisschen Tassos, aber finde es trotzdem schade, ihn nicht mehr spielen zu sehen. Für mich hört sich jetzt voll hart an. Vielleicht fühlen das ein paar von euch, aber für mich ist jetzt der ganze EM-Hype einfach weg. Es gibt keine Mannschaft, die noch drin ist, der ich jetzt gerne zuschaue. Klar, ich drücke jetzt Schweiz die Daumen, aber es ist keine Mannschaft drin, wo ich finde, es hat Spaß gemacht, die Spiele zu gucken. Weil Frankreich raus ist, Portugal raus ist, Deutschland raus ist. Und das waren die ich am meisten, oder die ich am liebsten geguckt habe. Belgien noch am ehesten und Frankreich halt, weil man es denen gönnt. Aber sonst ist für mich so ein bisschen einfach der EM-Hype dadurch jetzt leider weg. Ich hoffe so sehr, dass die Ukraine England in den A** schickt. Schweiz soll Spanien morgen bumsen. Belgien soll Italien bumsen. Tschechien, Dänemark ist mir scheißegal. Wobei, ich gönn's Dänemark mehr. Dann soll Dänemark Ukraine bumsen. Und dann Schweiz-Dänemark-Finale, Digga, da sehe ich uns. Das wäre ein geiles Finale, weil dann würde ich es beiden gönnen. Dänemark wegen Eriksen und so und dem Rückschlag, den sie bekommen haben. Und Schweiz, ja, Schweiz gönne ich es auch. Ja, diese England-Fans sind halt unsympathisch, ne? Das hat man aber schon direkt vom Beginn des Spiels an, Digga, wo die bei unserer Nationalhymne die ganze Zeit Buh schreien, war ich schon auf Krawall gebürstet gegenüber den englischen Fans. Aber dieses Mal spielen die ja in Rom, glaube ich. Dieses Mal spielen die nicht heim. Aber ich glaube, das Spiel danach hätten die wieder in Wembley, ne? Ich glaube, Halbfinale ist wieder Wembley. Und Finale auch. Tja, die müssen so rausfliegen. Zinchenko soll noch ein Tor schießen. Finale Budapest. Ne, ich glaube, das wird verlegt. Oder sollte nach Budapest verlegt werden, wurde nicht verlegt, irgendwie sowas. Hast du den Engländer gesehen, der sich das Ergebnis und Datum vom Spiel tätowiert hat? Ja, ja. Alleine für das Tattoo hoffe ich, dass die nicht die Europameisterschaft gewinnen, Digga. Kann das direkt wieder überstechen, weil es denen nichts gebracht hat. Kann er sich da drunter tätowieren, wie die Ukraine gegen England gewonnen hat. Ich denke auch, dass das möglich ist. Ich finde nicht, dass... Also ich muss sowieso sagen, in jedem Spiel, was hier ist, kann jeder gewinnen. Ich meine, bei den beiden Spielen ja sowieso hier, bei Belgien, Italien und Dänemark, Tschechien. Aber ich finde auch, dass die Schweiz morgen gewinnen kann und auch, dass die Ukraine gegen England gewinnen kann.